Hey, bro, what's happening, bro? Got that good chiba chiba. Right on, right on, right on, right on. You down? I'm ready. Kundschaft. That is what we say in Germany. Was it? Kundschaft. 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 That mean, no. What does it mean? Guess again. I don't know. That means customer. Oh, customer. Yeah. Oh, okay. You're a customer. That makes sense. Yeah. I mean, customer, that's me. Yeah, you. Yeah. How are you? Bisschen Spaß muss sein, ne? How do I look like? Yeah, really? Old, huh? Old face, huh? Yeah. No. This is for my video blog. Oh, yeah? Yeah. Do you want to be on it? Sure. Why not? Hi. Okay. Got that chiba. Chiba, chiba. Man, don't you hate when you ain't got no weed? It seems about the time you really need to get high, get full, you know? Blasted, you'll be saying that high, it really lasted. Rolling around, trying not to get popped by the boys, the pigs, the rollers, the cops, pulling up the one spot. What's they all about? Suckers not in here, telling you to come out. You go back to the crib, pick up the telephone. You tried everybody, so I guess you call tone. Cause I can buy your OZ or go buy a dime. I can pay cash for it or I can get it on time. It really makes no difference long as I get lit. Roll it in my zigzag or take a big bong hit. Cause after the buds, my rhymes start flowing. Never getting shorter, they always growing. I'm maxing, relaxing, but never taxing. No need for you to keep on asking if shit is it. If the shit is the shit, when it comes to smoking cheap, you know my shit is the shit. You're the student, and I'm the teacher. I'm not a minister or reverend, I'm not preaching, so excuse me. Ja, das Schöne an der weltberühmten Third Street, also ähnlich wie die Zeil oder die Königsallee, relativ einmalig für die USA und so ein Konzept Wiederbelebung der Straßen, Hauptstraßen, Main Street, Innenstädte gibt es ja hier nicht. Aber das Schöne daran ist, also für Menschen wie mich, die manchmal so sozial gar nicht so so kompatibel sind am Wochenende, wenn ich meine Ruhe haben will. Das Schöne daran ist, dass ich glaube ich ganz Los Angeles hier auf dieser Straße trifft, ja, also 21 Millionen Menschen. Es können aber auch 23 Trilliarden sein, so fühlt sich das manchmal an. Und deswegen bin ich schon froh, ich nenne mich ja hier nicht Tourist, ja, zu Recht, weil dann wäre ich einer von diesen Arschlöchern, die hier die Städte verstopfen. Insofern gehe ich jetzt weiter zum Strand und ich suche mir meistens, was heißt meistens, ich suche mir also Ecken, die die meisten Touristen, so will ich sagen, meisten Touristen nicht kennen, damit ich ein bisschen meine Ruhe habe, ja. Naja, das ist so ein Samstagvormittag, Nachmittag. Lesen, arbeiten, Friseur, Wäsche waschen, aufräumen, alles was die gute deutsche Hausfrau so samstags eben zu tun hat, ja. Und damit ich, wer rastet, der rostet, ja, und unser Körper ist ja auf Bewegung ausgelegt und Fire and Wire, das heißt oben die Synapsen mal wieder ein bisschen ankurbeln, das heißt mal ein bisschen, ja, mache ich jeden Tag. Ich habe nämlich fürchterlich Angst davor, irgendwann mal mit so einem Tremor auf dem Sofa zu sitzen und nicht mehr zu wissen, wie ich heiße. Gehe ich jetzt an den Strand, also nicht nackt baden, sondern ich gehe an den Strand und ein bisschen frische Luft. Ich weiß, unten am Pier sind auch wieder 23 Milliarden Menschen oder auch mehr, lass es auch nochmal 24 sein, aber es nützt ja nichts. He thought I was shit, I hated it all myself. Then we got into the car, headed north or south. Also ich habe nochmal nachgezählt, vorhin habe ich gesagt, es sind 23 Milliarden Menschen hier, das stimmt gar nicht, ich habe mich verzählt. Ich habe nämlich nochmal nachgezählt hier vorne am Pier, ja, es sind 24 Milliarden Menschen. Die Frage ist, oder die mir oft von euch gestellt wird, obwohl so oft gar nicht, ne? Ich werde öfter gefragt, was ich hier so mache. Ich finde ja, dass das die falsche Frage ist, sondern eine sehr, sehr schlaue Frage ist.
warum tue ich mir das an? Warum mache ich das? Warum bin ich seit 5 Jahren hier? Warum finde ich das Alleinsein, manchmal sogar die Einsamkeit, oder warum finde ich das gut? Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass es wichtig ist, dass es extrem wichtig ist, mutig zu sein, fleißig zu sein, neugierig zu bleiben, mutig bis ich fleißig zu sein und das mit euch zu teilen. Ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube fest daran, dass jemand das vormachen muss, dass ich bin ein ganz normaler Typ. Ja? Ich komme aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie. Ich komme ja auch nicht vom fremden Planeten. Und dadurch, dass ich mich bemühe, dass ich mich quäle, dass ich manchmal auf dem Zahnfleisch bis an mein Limit gehe und dass trotzdem jeden Morgen weiß ich, nicht nur weil ich hier in Kalifornien lebe, sondern jeden Morgen weiß ich, dass die Sonne wieder aufgeht, und das will ich eben mit euch teilen. Ich will euch das zeigen, ich will euch das im wahrsten Sinne des Wortes zeigen, und ich will es eben teilen und ich will euch anstiften und ich will euch inspirieren, mutig zu sein. Ich glaube fest daran, dass wir alle etwas mehr vom Leben verdient haben als Bange machen oder scheiß Politik oder schlechte Nachrichten oder ob Europa jetzt auseinanderfällt, ob die Links- und Rechtskonservativen aus der Mitte ganz Europa zerstören werden. I don't know, ich weiß es nicht, aber ich glaube ganz fest daran, wenn ich als ganz normaler Typ, als ganz normaler einfacher Mann, ja, wenn ich hier sein kann, wenn ich das Leben lebe, was ich mir im wahrsten Sinne des Wortes verdiene, ich glaube fest daran, dass ihr das auch könnt. Und ich will das mit euch teilen, deswegen werde ich nicht müde zu sagen, stay true to yourself, good hand, lebe das Leben, das du verdienst. Ich werde nicht müde, euch zu zeigen, dass heute 24 Milliarden Menschen neben mir auf dem Weg sind und das Leben und die Sonne genießen und ein Stück davon abhaben wollen. Und es ist möglich, es geht einfacher, schneller, vielleicht sogar besser als früher. Und das, was Entrepreneure, was Investoren, Menschen mit großartigen Ideen unterscheidet, ist nicht der Schulabschluss. Das ist auch nicht, ob sie aus einer guten oder schlechten Familie kommen, sondern das ist das Mindset. Das ist genetisch streckenweise verdrahtet, aber auch durch, wie Wissenschaft sagt, hard wire, fire and wired, eben hart erarbeitet. Ja? Das heißt, das bisschen alles, was in euch schlummert, das bisschen kann man so groß machen. Man kann aus dem Kleinen, aus der kleinen Saat Mut so viel machen. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, wir alle haben das verdient. Ich bin ganz normal. Ja? Heute nicht, weil ich in Lederjacke rumlaufe und alle hier halb nackt. Ja? Naja, ein bisschen muss der Bruder ja auffallen. Ne? Okay, also. Das war ein Tag im Leben von Holger Bröhr. Bucht mich, ruft mich an, lasst mir ein Like da. Ich freue mich über jedes Feedback. Es wird immer ein bisschen enger mit den 15 Minuten. Das werden wir auch ändern. Also 15 Minuten Erstgespräch mit mir, das werden wir ändern. Und das muss ich auch ändern. Ja. Aber es gibt immer noch... Oh, wahnsinnig. Grün darf man hier nicht sagen. Es ist nämlich weiß. Also weiß ist es jetzt. Jetzt muss ich hier rüber gehen. Es wird immer ein bisschen knapper mit meinem Timetable. Aber... Ihr könnt mir eine Nachricht schicken, ihr könnt mich bald wieder auf der Bühne sehen. Mein drittes Buch ist unterwegs. Es gibt immer Gelegenheiten, mit mir Kontakt aufzunehmen, mir Fragen zu stellen. Und ich wiederhole, dass ihr das Leben lebt, das ihr verdient. Seid mutig, seid fleißig. Und nochmal, ich glaube ganz fest daran, dass ich ein ganz, ganz einfacher Furz im Universum bin. Nichts Besonderes. Und trotzdem bin ich zufrieden, meistens sogar glücklich. Dass das einfach ist, habe ich nicht gesagt. Aber wenn ich das kann, könnt ihr das auch. In diesem Sinne, lebt das Leben, das ihr verdient. Stay true to yourself. Und jetzt gucke ich mal, ob die Wäsche fertig ist, die ich vorhin angemacht habe.